Liebe Freunde, hier ist euer Fadi. Willkommen zurück zu Anno 1800, zu einer neuen Staffel, ihr Lieben. Wir hatten letztes Mal, also letzten Mittwoch war das, ja, so ein bisschen, so auf Twitch nochmal hier so ein bisschen Fokus auf die Arktis gelegt. Wir haben hier noch viel zu tun, werden hier jetzt weiter ansetzen und weitermachen. So, ihr Lieben, nochmal herzlich willkommen. Ja, wir haben ja versucht, so ein bisschen die Gasproduktion hochzuschrauben, hier so ein bisschen zu sortieren. Ja, es gibt einfach viel zu tun. Ihr kennt das. Hilft nichts, müssen wir durch. So, dementsprechend schauen wir uns das hier nochmal an. Wir haben ja weiterhin so ein bisschen Probleme gehabt hier, was die Produktion von Fellen und so weiter angeht, weil die Sachen hier halt einfach Platz fordern. So, das schauen wir uns nochmal an. Jetzt sieht es gut aus. Jetzt könnten wir nochmal bei den Huskies was machen. Da werde ich mal schauen, wie wir das hier sortieren. Allerdings, bevor das hier weitergeht, wollen wir noch mal gucken natürlich, was die Kohleproduktion angeht. Die ist nämlich auch nicht mehr ausreichend. Ja, so. Wobei ich sehe gerade, was war das hier eigentlich immer? Versorgung aktuell. Potenziell produzierbar. Eigentlich reicht das aus momentan. Dann werden wir es auch erstmal so lassen. Ich frage mich halt, ob auch immer genug abtransportiert werden kann. Das schauen wir uns an, wenn das Problem auftaucht. Dementsprechend, ihr Lieben, wollen wir mal mehr Huskies hier züchten. Ich werde das jetzt auch mal so weit angehen, dass ich hier auch dann mal für Heizung sorgen möchte. Ja, so. Das machen wir. Da will ich das aber halt mal so handhaben, dass wir das auch hier so ein bisschen ansetzen. Mein bescheidenes Geschenk. Dankeschön, Ich vermute mal, dass das hierhin so gehört. Wir werden hier natürlich erstmal das alles umsetzen müssen, wollen, je nachdem, wie wir es sehen. Machen es mal erstmal so. So, hier kommt nochmal eine Straße hin. Was wir jetzt machen werden, ist mal abzählen. 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. Ja, das kommt hin. Dann wäre hier der nächste Heizkessel, der gesetzt wird. Ist ja mal so 3 breit, ne? Ja, 3 breit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kann mir das hier sein? Hier kommt mal unser nächster Heizkessel hin. Bin mal gespannt, wie weit das reichen wird. Wie machen wir das eigentlich? Ich werde das mal folgenderweise setzen. Versuchen das hier natürlich nochmal so hinzuditschen, dass das dass hier ein bisschen mehr reinpasst immer. Die würden hier ja gehen, ne? Ja, der hier wird zum Beispiel hier gehen. Schauen wir mal, was wir hier mitmachen können. An sich passt das ja dann ganz gut, ne? Ja, der Heizkessel muss hier noch befeuert werden. Mal gespannt. Ja, im weiteren Verlauf, ja, das müsste man hier natürlich nochmal schauen. Könnte man das hier auch irgendwo hier platzieren? Das langt. Wir den hier oder so, irgendwo hier so, ja. Das würde gehen.
müssen wir natürlich auch Schau halten. Und jetzt müsste hier auch, müsste es hier losgehen, ne? Ja, es geht los. Perfekt. So, ihr Lieben. Wie machen wir das hier? So, im Prinzip könnte man hier ansetzen. Der Haskell versucht mich zu beißen. Wir hatten ja gesagt, dass das Gebäude hier hin könnte. Ja, das setzen wir mal hier hin. Könnte das Häuslein hier hin. Im Weiteren. Macht man das hier nochmal so? Karren nach links. Hier passt nichts. An sich stellt sich hier natürlich die Frage, warum dann hier so diese weite Straße ist. Das kann hier ja weg. Sieht hier ja dann so vernünftig aus. Ich frage mich gerade, ob das hier zu breit ist. Sieht so danach aus. Wir wollen mal schauen. Eigentlich ist das unser Maßstab. So, das wird der Maßstab sein. So eindeutig ist das hier jetzt doch nicht mit dem Platz. Wir könnten allerdings... hier passt das irgendwie auch nicht, ne? Komisch. Das muss hier weg. Ups. Das hier muss weg. Dann versuche ich hier mal... wie machen wir das? Ja, so, ne? Nee, so geht das gar nicht. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Uitkup. Also hier passiert das oft, ne? Ich überlege gerade, ob ich hier noch eine... ist ausgebrochen. Ob ich hier noch eine Feuerwehr hinstelle. Das geht ja nicht, ne? Also hier müssen wir nochmal schauen. Das ist einfach too much, glaube ich, dafür. Nee, hier kommen keine Fabriken mehr hin. Transfer unterbrochen. Ja, wegen hier. Bin mal gespannt, ob die Feuerwehr das da so zügig hinbekommt. Okay. Machen wir es mal so. Irgendwie ist hier trotzdem zu viel Platz, ne?
3, 6, 7. Es muss hier noch eine runter. Ja, stimmt. Wir brauchen noch einen Karren. Krass, dass ich das so nicht gesehen habe, ne? Interessant. Dann machen wir es mal so. Alter, was für ein Verkehr hier ist, ne? Mal so. Was ich hier machen werde, ist ja so eine Doppelreihe, was die Industrien also angeht. Die Flammen wurden gelöscht. In den Städten gibt es Ruinen. Ja, das schauen wir uns gleich an. Dann machen wir es mal so. So, dann kommt die Industrie mal hier hin. Wir werden das hier nochmal verbinden, ja. Hier nochmal eine Industrie. Haben wir dann alle Industrien hier? Ich denke nicht. Die müssen hier nochmal rübergeholt werden. Nicht überall kommt das an. Nicht überall kommt das an. Deswegen werde ich mal hier schauen, dass wir hier mal so ein bisschen Platz schaffen. Dann hätten wir das hier nämlich auch so ein bisschen sortiert. Okay, so passt das nicht. Dann sollte das so passen, oder? Wir machen das mal so rum. So, ihr Lieben. Jetzt soll es weitergehen. Und zwar... Ich will das hier mal so ordnen, dass das passt. Und zwar, dann nehmen wir mal das Teil hier so hier hin. Ja, so. Wärme ist da. Halten Sie sich von den Knöpfen und... Eins, zwei, drei. Ja, es passt nicht ganz. Dann versetzen wir die mal. Uns fehlt die Arbeit. Eins. Zwei. Drei. Vier. So. Vielleicht ja sogar noch so. Nee, so wäre das nichts. Zu weit weg. Dann kommt die nächste Husky-Hürde mal hier hin. Eins, zwei, nope. Zwei, drei, vier.
Haben wir hier noch mehr Huskies? Gänse, 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 Gänse. Huskies, da sind sie. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Nämlich so wollte ich das machen. So, das hätten wir auch. Ja, Tüftelei, Tüftelei. Es hört nicht auf. Ihr kennt das. Wir könnten natürlich auch sagen, dass das vielleicht sogar hier hinkommt. Ja, so. Man könnte sagen, einmal bitte ran hier, ja. Und dann sagt man, keine Ahnung, so rum, ja. Gänsezucht, hier müssen wir auch gucken. Man könnte auch, haben das komplett falsch eingesetzt. Der könnte eigentlich hier hin. Wollen wir das mal uns anschauen? Momento. Im Prinzip ist es ja so, die Straße ist hier, da, also müsste der hier sein. Eins, zwei, drei. Okay. Vielleicht ist so ja ein bisschen mehr abgedeckt. Machen wir es mal so. Und wir versuchen mal hier auch was reinzusetzen. Wir wollen ja Platz sparen. Wir haben hier in der Arktis echt Platzprobleme. So ist es nicht. Und dann schauen wir mal, ob wir das hier so hinkriegen. So eher nicht. Deswegen würde ich das mal so machen. Eins. Zwei, drei, vier. So würde ich das machen. Vielleicht kommen wir ja hier so ein bisschen besser durch. Vielleicht noch was rein? Ja, dann könnte man hier auch noch mal was reinbauen. Ja, so sieht das ja doch mal schon ein bisschen aufgeräumter aus, oder? So, jetzt gucken wir mal. Wie gestaltet man das hier noch mal? Also ich würde noch mal hier eine Gänsefarm setzen. Das ist keine schöne. So. Dann ja vielleicht noch mal, bis wohin geht das? Eigentlich geht das noch richtig weit, ne, bis hierhin.
Okay, dann. Krass, das sieht echt schön aus. Okay, es fehlt hier natürlich ein Lagerhaus jetzt. Da werde ich mal Folgendes tun. Das ist ja die Strecke. Wir schauen mal, dass wir eins der Lagerhäuser mal hier hinsetzen. Gucken mal, ob das reicht. So, bis hierhin nur noch. Eins. Wahnsinn. So. Krass, ne? Also wie sehr bevölkert das hier jetzt gerade ist. Dann nehmen wir die auch mal nochmal rüber, würde ich mal sagen. Es bleibt. Eins, zwei, drei. Nee, so nicht. Eins, zwei. Drei. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, vier, fünf, so rum. Können wir den hier auch noch mal wegnehmen, ne? Eieiei, Leute, was für ein Umbau hier. Zwei, drei, vier, fünf. So. Leute, eieiei. Echt was gemacht hier. Wir wollten ja noch mal ein... wir wollten ja noch eine Husky-Hütte bauen, ne? Das haben wir jetzt ganz vergessen im ganzen Trubel. Das machen wir mal jetzt. Und zwar gleich hier, würde ich mal sagen. Das war ja so ein bisschen Mangelware. Sie hochleben. Vier Stück, ne? Eins, zwei. Drei, vier. Machen wir mal so. Wie sieht's mit der Gasversorgung auf Cap Trelawney aus? Ach, hier sind ja Gebäude kaputt gegangen. Müssen wir nochmal nachbauen. Wie sieht hier die... Ja, ist immer noch sehr hoch, ne? Weil hier echt viel sitzt. Ich muss mal gucken, ob wir damit noch mehr Feuerwehren das mal so ein bisschen verbessern können. So, wie sieht's hier in der Heimat aus? In unserer neuen Heimat. Steigen die Gasreserven irgendwie nicht. Jetzt stellt sich mir die Frage, woran das liegt. Kohle, ja. Irgendwie... Irgendwie 55 Gas kommt jetzt. Hier ist 56. Ja. Was sollen wir dazu sagen, Leute? Wir haben hier schon wieder zu wenig Leute. Das liegt an was? Hundeschlitten. Daran arbeiten wir gerade.
Da hatten wir ja hier schon mal geguckt. Sortiert. Wir machen jetzt noch mal ein paar mehr Huskies. Hundeschlitten. Wir brauchen aber mehr, ne, zur Produktion. Das werden wir angehen. Und zwar werden wir einfach jetzt noch eine Fabrik bauen. Weil das Problem gelöst werden muss. Weil sonst klappt das mit der Gasförderung nicht. Deswegen kommt hier die nächste Fabrik hin. Und ich bin mal gespannt, ob das reicht. Wir hoffen das mal. Ja, was für ein Fokus hier, ne? Lieb. Nichtsdestotrotz wird es weitergehen. Wir werden uns hier bemühen, dass es läuft. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen. In der nächsten Folge geht's weiter. Macht's bis dahin gut nochmal. Ciao, ciao. Euer Fadi.